Im Rahmen der Landlwoche veranstaltet der Roundtable 34 Christkirchen-Neumarkt heuer zum dritten Mal eine Kunstaktion für einen wohltätigen Zweck in der Region. Zahlreiche Künstler haben dafür Werke zur Verfügung gestellt. Zur Vorbesichtigung lud Werner Kienesberger die Mitglieder des Roundtable bereits am 18. April in die Ausstellungshalle des Schlüsselberger Steinmetzbetriebs. Ja, wir veranstalten jetzt zum dritten Mal die Roundtable Kunstaktion. Die letzte war 1997. Wir hoffen uns einen sehr großen Erfolg. Der reine Erlös dieser Veranstaltung wird für das neue Kindertherapiezentrum in Gierskirchen gesponsert. Der Auktionator wird sein der Herr Dr. Karl Sagan, der auch die beiden vorhergehenden Kunstaktionen gemacht hat. Und ja, sie findet statt in Wasserschloss Bad am 30. April. Wir machen das mittlerweile zum dritten Mal, haben dadurch natürlich schon einiges an Erfahrung gesammelt und freuen uns eigentlich immer wieder, wenn sich so viele beherzte Künstler eigentlich dafür bereit erklären, für einen guten Zweck doch einiges an Arbeitszeit für uns zur Verfügung zu stellen, um diese Veranstaltung überhaupt zu ermöglichen. Wir glauben, dass wir von der Auswahl ein sehr breites, ein sehr gutes Spektrum bieten, dass wir sehr viele schöne Werke aus einem sehr unterschiedlichen Bereichen wieder zusammen gesammelt haben. Und ich gehe davon aus, die Sache wird ein großer Erfolg. Ja, in erster Linie darf ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei den ganzen Künstlern, die diese Exponate zur Verfügung gestellt haben. Das geht ja meistens vollkommen unentgeltlich. Und wie immer bei Roundtable ist es so, dass das einem guten Zweck dient. Auch diese Sachen werden wieder einem sehr sozialen Zweck zugeführt. Und wie du sagst, das zum dritten Mal bereits. Es kommt eigentlich immer eine sehr, sehr beträchtliche Summe zusammen, wenn man diese Sachen dann versteigert. Versteigert werden die Bilder, Skulpturen und Objekte am Samstag, den 30. April, im Landesaal des Schloss Paz. Beginn der Auktion ist um 19 Uhr. Besichtigen kann man die Werke ab 14 Uhr. Der Erlös wird dem Sozialpädiatrischen Zentrum Christkirchen zugeführt. Damit soll ein weiterer Grundstein für die Eröffnung des Therapiezentrums für Kinder mit Behinderungen gelegt werden. Hast du selbst auch schon ein Bild entdeckt, das dir persönlich besonders gefällt? Es sind mehrere dabei, also ich glaube, wir haben überhaupt sehr viele schöne Objekte. Es sind mehrere dabei, die mir gefallen. Ja, habe ich auch schon gesehen, aber ich sage das jetzt lieber nicht, weil sonst geht der Preis wieder so in den Tee. Ja, sogar schon einige, aber das verrate ich natürlich nicht. Aber es gibt auch schon einige Dinge, die ich bereits habe aus den letzten Kunstauktionen. Das ist eine tolle Sache, also wenn man selbst ein bisschen interessiert ist daran, etwas zu kaufen, das in so einer Gelegenheit zu erwerben, wo man noch einen guten Zweck damit unterstützen kann. Welche weiteren Aktivitäten wird es noch geben heuer? Roundtable Christkirchen ist dafür bekannt, dass man neben diesen Kunstaktionen auch sehr, sehr oft als Kabarettveranstalter auftreten, da schon sehr viele schöne Veranstaltungen in die Region gebracht haben. Seit einigen Jahren wir auch sehr erfolgreich einen Bundstand betreiben in Christkirchen am Weihnachtsmarkt und das eigentlich so im Großen und Ganzen die Hauptaktivitäten von unserem Club sind.